Herzlich willkommen zu diesem kleinen Input, der aber noch größere Auswirkungen auf das Turnier respektive die Quali-Phase haben wird. Es tut mir leid für diejenigen, die es betrifft, aber ich habe meine Gründe dazu und ich hoffe, ihr könnt diese nachvollziehen. Ich werde ab jetzt Qualifikationen vor dem Hochladen rausfiltern. Das heißt, ich werde eine unterdurchschnittliche Qualifikation eines Rappers nehmen und diese dann quasi als Messlatte nehmen. Alle, die meiner Meinung nach unter dieser Qualifikation sind, werde ich gar nicht erst hochladen. Ich entschuldige mich für alle Anfänger, die noch einreichen wollen oder schon eingereicht haben, jedoch aber nicht mehr hochgeladen werden. Aber ich habe mehrere Gründe, wieso ich euch nicht mehr hochladen kann und werde. Der erste und der wichtigste ist meiner Meinung nach einfach die Menge an Qualifikationen, die ich erhalten habe. Ich bekomme täglich 5 bis 6 Qualifikationen und wenn das so weitergeht, habe ich am Ende über 100 Qualis. Ich habe jetzt schon über 50. Wenn ich all diese Qualifikationen hochladen würde, würde es über 60 Tage dauern, also 2 Monate. Und da warten Teilnehmer dann einfach viel zu lange. Der zweite Grund ist, und da bin ich ein wenig enttäuscht von einem Teil der Community, und ich habe jetzt extra einen Teil gesagt und nicht die ganze, weil es gibt ja auch genau das Gegenteil, was mich sehr erfreut. Es ist der aufbauende Faktor, wenn ich einen schlechteren Rapper hochgeladen habe. Ein paar von euch hätten danach. Es tönt gemein für die betroffene Person, aber sie wären eh nicht ins Turnier reingekommen. Und das hat man auch gemerkt anhand ihres Raps. Also anstelle sie einfach blöd zu haten, könnt ihr ihnen doch einfach ein paar Tipps geben. Jeder hat mal klein angefangen. Ein paar konnten es gleich von Beginn, die anderen konnten es eben weniger gut. Es tut mir leid für die Betroffenen, aber ich sehe keinen Sinn, sie hochzuladen, da sie nur unnötigem Hate ausgesetzt sind. Aber mit diesem Problem haben so manche andere Rap-Battle-Turnier zu kämpfen. Es tut mir sehr leid für die Leute, die sich mit extra Mühe gemacht haben, eine Qualifikation herzustellen, die aber nicht hochgeladen wird. Ich werde die Qualifikation natürlich über Facebook, E-Mail, in den Kommentaren, über YouTube oder sonst irgendwo mit euch besprechen. Falls ihr wollt, gebe ich auch eine kleine Analyse dazu ab. Nun, was ist mit den Leuten, die ich jetzt schon hochgeladen habe, aber eigentlich dieses Kriterium nicht erfüllen? Ich werde sie auf dem Kanal lassen, ihnen aber ihre Quali-Nummer entziehen. Das heißt, sie werden einfach nicht ins 16-Finale kommen. Zudem werde ich so circa nach allen 10 Qualis eine kleine Analyse von allen machen und immer eine kleine Rangliste weiterführen, damit die Teilnehmer sehen, wo sie stehen. Das war es auch schon von meiner Seite aus. Gönnt euch!